Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch-Tutorial-Reihe. Heute geht es wieder mal logischerweise darum, diesen Stecken hier, den wollen wir aufrechterhalten, der soll nicht umfliegen und das wollen wir unserer KI beibringen. Hört sich erstmal nach einem nutzlosen Task an, ist aber tatsächlich ein grundlegendes Beispiel für Reinforcement Learning, was heutzutage wirklich in aller Munde ist. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen die Daten einlesen, endlich mal, und dazu einige Dinge, ja. Okay, was brauchen wir als allererstes mal? Wir definieren uns unseren Bildschirm. Das heißt, wir sagen, wir wollen eine Breite von 600 haben. So, das ist der erste Schritt. Und jetzt brauchen wir natürlich unser Bild. Dev get image. Beziehungsweise, halt, stopp, ich hatte mich das letzte Mal darauf geeinigt, hier get image zu schreiben. Was machen wir? Wir brauchen einfach nur das Ganze als Funktion. Wir brauchen einen Bildschirm oder ein Bild sozusagen. Das heißt, wir definieren jetzt hier unseren Screen und sagen, unser Environment, die wir hier oben erstellt haben, ganz am Anfang über environment.gym.makeCardPole-v0.unwrapped. Das ist sozusagen unser Environment gewesen und anhand von der wollen wir jetzt sagen, wir brauchen ein Bild von dir. Das heißt, wir wollen, dass es rendert. Environment.render. So, und jetzt sagen wir hier, was wollen oder wie soll es gerendert werden? Naja, wir wollen, dass das Ding als RGB-Array rauskommt. Das heißt, wir sagen hier, es soll bitte als RGB-Array rauskommen. Okay, und jetzt brauchen wir, jetzt müssen wir hier sozusagen angeben, wie wir es verändert haben wollen. Und also dieses RGB ist übrigens auch der Grund, warum wir hier diese drei Layer reinbekommen. Das war bei den Katzen genauso. RGB ist normalerweise immer 3 danach. Das heißt, genau. Okay, jetzt brauchen wir hier irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, das hier so, wir müssen hier das Ganze umwandeln sozusagen. Und das Problem ist jetzt, PyTorch oder generell die meisten Bildverarbeitungsprogramme haben eigentlich ganz gerne eine sogenannte CHW-Ordnung. CHW bedeutet Channel Height Width. Also das bedeutet erst die Channels hier, also die RGB-Channel, dann die Höhe und dann die Breite von dem Bild. Das ist sozusagen das, in das wir es transponieren müssen. Dazu brauchen wir wieder mal, ich habe extra das Wort benutzt, transpose. Das heißt transpose und das Ganze ist, es kommt nicht so aus der Environment raus. Wir brauchen für PyTorch am liebsten CHW, wie ich schon gerade gesagt habe. Ich mache das mal ganz kurz hier oben als Kommentar. Wir brauchen CHW und wir bekommen allerdings die andere Ordnung, nämlich so ein bisschen anderes Format. Und ja, das machen wir, indem wir hier erstmal sagen, wir brauchen Transpose. Eigentlich brauchen wir das nur eins weiter nach oben zu schieben. Naja, okay, ich mache es doch wieder raus. Hier, damit wir das wirklich schön haben. Ach, dann mach's doch halt so. Meine Fresse. Okay, wir brauchen hier einen Transpose von 201. Das bedeutet, wir wollen hier erstmal umwandeln. Das, was an zweiter Stelle oder eigentlich an dritter Stelle steht, wollen wir ganz an Anfang stellen. Das, was ganz vorne steht, wollen wir in die Mitte. Und das, was eben in der Mitte stand, wollen wir ans Ende schreiben. So ist das eigentlich hier gemeint. Okay, so das ist jetzt so ein bisschen das gewesen. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar jetzt schneiden wir unten und oben ab. Schauen wir uns das Bild hier nochmal an. Warum wollen wir jetzt hier oben eigentlich noch haben? Das ist enorm viel weiß. Das ist nicht gut. Da müssen wir nur mehr klassifizieren. Das ist bescheuert. Und hier unten brauchen wir eigentlich auch die Information nicht. Wichtiger Raum ist hier eigentlich nur der Raum von unserem Cardpole. Das heißt, wir schneiden oben drüber und unten drunter einfach ein bisschen was ab. Und das machen wir hier, indem wir sagen, wir croppen unseren Screen. Das heißt, wir sagen hier Screen von ganz vorne, aber nicht bis ganz hinten. Das heißt, wir sagen hier von ganz vorne bis ganz hinten, was die X-Koordinate angeht. Also in die Breite wollen wir alles haben, aber die Y-Koordinate, das trennen wir mit einem Komma hier, wollen wir nur vom 160. Pixel bis zum 320. Pixel haben. Es sind nämlich doppelt so viele eigentlich und wir schneiden jetzt sozusagen das ab. Also wir schneiden 160 oben und 160 unten ab. Okay, und das ist jetzt sozusagen, Moment, es waren nicht doppelt so viele, es waren dreimal so viele. Okay, never mind. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch erstmal auf unseren Viewport anpassen. Das heißt, wir definieren uns hier die View auf exakt 320. Und das ist jetzt übrigens hier mit der Breite, also die Breite ist gemeint hier. So, und dann brauchen wir unseren Cardpole hier. Das heißt, das Ding, was wir hier haben.
Das werden wir uns gleich schreiben. Nehmen wir uns erstmal einfach so gegeben hin. Der Card, also das Ding nennt sich wie gesagt Card Pole. Ich kürze es jetzt hier ab mit Card. Der ist an der Stelle Card Pos. Die Funktion werden wir uns noch schreiben müssen irgendwie. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal erstmal so hin. Und jetzt müssen wir das ganze Ding so ein bisschen... Ja, wir wollen uns sozusagen unser Bild zurechtschneiden, dass es genau unseren Card anzeigt. Und das ist jetzt ein bisschen komplexer, sage ich jetzt mal. Wir definieren, also das ist die Position von unserem Card. Wenn das kleiner als View ist, allerdings geteilt durch 2 und Achtung, nicht einfach nur durch 2, sondern Floor Division nennt sich das Ganze, abgerundet. Falls das der Fall ist, dann wollen wir das Ganze so ein bisschen zurechtschneiden und zwar einfach auf unsere Viewbreite hier, das heißt 320. Das machen wir jetzt hier mit Slice ist gleich, achso verdammt, Slice ist die Funktion, wir nennen es Sliced, Slice von, das ist tatsächlich eine Funktion und diese Funktion ist dazu da, um sozusagen ein Array oder eine Liste besser gesagt zusammenzuschneiden und zwar auf unsere View. Ganz klar, weil wir das eben so haben wollen, weil wir es eben genauso breit haben wollen. Das war ja gerade so der Grund, warum wir diese Variable hier eingeführt haben. Okay, nächster Schritt. Wenn es nach, also das war jetzt der Schritt, dass es zu weit nach links geht. Jetzt wollen wir, dass es nach rechts geht. Das heißt, elif, wenn unser Card größer als, so, wie definieren wir als, Card ohne mit T, nicht mit nur Car. Wie definieren wir, dass es nach rechts geht? Naja, als was müssen wir das wohl schreiben? Wenn unsere Breite von unserem kompletten Bild sozusagen minus dem, was wir hier oben schon stehen haben, also View durch 2, auch wieder Floor Division hier. Passt. Okay, wenn das der Fall sein sollte, dass unser Card dann eine größere Position hat, das heißt, wenn er weiter rechts ist, dann wollen wir das Ganze auch wieder abschneiden. Und zwar wollen wir hier wieder Sliced definieren als Slice von, naja, einfach minus 1 mal View. Und Achtung, hier brauchen wir noch den zweiten Teil, nämlich None. Und in allen anderen Fällen können wir das Ganze einfach normal zurückgeben sozusagen. Das heißt, Sliced ist gleich Slice von, naja, von was? Indem wir einfach hier sagen, wir wollen genau die Mitte haben. Das heißt, wir brauchen unseren Card mal wieder. Minus, also die X-Achse sozusagen, minus View. Auch wieder Floor durch 2. Und Card plus View durch 2. So, wunderbar. Und jetzt müssen wir das nur sozusagen, jetzt haben wir erstmal berechnet, was für einen Slice wir sozusagen brauchen, um dieses Ding hier schön zu zentrieren immer. Also wir wollen es sozusagen immer genau in die Mitte haben, ansonsten sind wir unglücklich. Beziehungsweise besser gesagt, unsere KI ist dann unglücklich, weil es immer andere Bilder bekommt und nicht weiß, wie es die interpretieren soll. Deswegen machen wir ja den ganzen Kram. Und deswegen überschreiben wir hier sozusagen unseren Screen mit unserem Slice. Das heißt, wir wollen hier, dass wir zwar alles haben, wir wollen von der X-Achse alles behalten und von der Y-Achse wollen wir auch alles behalten, aber wir wollen das Ganze hier ein bisschen zusammen. Sliced. Wir wollen das Ganze hier zusammen croppen, damit wir hier genau in der Mitte unseren Card haben. Okay. Anschließend brauchen wir jetzt leider noch NumPy, mal ganz ausnahmsweise. Normalerweise ersetzt PyTorch hier NumPy relativ komplex oder fast komplett sogar. Aber in unserem Fall brauchen wir jetzt hier leider NumPy. Also das war der Import für NumPy, den haben wir bislang noch nicht verwendet, weil normalerweise PyTorch einfach alles kann, was NumPy auch kann. Aber in dem Fall brauchen wir diesen Screen hier in einem NumPy-Array, um daraus gut zumindest einen Tensor bauen zu können. Aus NumPy kann man nämlich direkt Tensoren auch bauen. Und das ist sozusagen der große Vorteil hier. Das heißt, wir sagen Screen, wir überschreiben schon wieder, aber natürlich wandeln wir einfach unsere Variable, die wir hier in Screen drin haben, die überschreiben wir sozusagen nicht, sondern wir konvertieren sie einfach in ein NumPy-Array. As contiguous Array. Und da stecken wir dann einfach Screen rein und der Datentyp, den muss man bei NumPy eigentlich immer angeben, ist ein Float.
Float, NP, Float 32, das da. Und ja, jetzt Achtung, wir wollen, Achtung, R, G und B ist folgendes Szenario. R, G und B Farben gehen immer von 0 bis 255. 0 heißt komplett aus, 255 heißt immer komplett an. Das heißt, wenn der Rotkanal 255 enthält, dann ist Rot volle Pulle an. Wir wollen jetzt aber natürlich unsere Farben als Floating Points hier in unsere KI eingeben. Das heißt, wir können hier jetzt nicht irgendwie 255 verwenden, sondern wir haben normalerweise Zahlen von 0 bis 1. Also wie viel Prozent ist sozusagen das Ding an. Deswegen müssen wir hier durch 255 teilen. Und dann können wir über torch.fromNumpy können wir direkt aus einem NumPy-Array einfach einen Tensor bauen. Und ja, jetzt müssen wir das ganze Ding nur noch resizen und dann als Batch-Dimension. Also wir brauchen natürlich noch die Batch-Dimension, damit wir hier wirklich damit umgehen können. Aktuell haben wir noch keine Batch-Dimension. Resize, na komm schon. Achso, habe ich noch nicht importiert. Quatsch, nicht importiert. Ich habe es natürlich noch nicht hier, noch nicht geschrieben, was wir da zum Resizen brauchen. Das machen wir sofort. Resize screen.unsqueeze. Von erste Dimension muss eingefügt werden, also Batch-Dimension quasi wieder einfügen einfach und dann wollen wir natürlich einen Tensor draus machen. So, jetzt, was ist Resize? Resize müssen wir uns noch definieren, genauso wie Card-Position. Das machen wir noch kurz und dann würde ich sagen, ist das Video auch schon wieder zu Ende. Resize ist einfach wieder mal ein paar Transposes und die haben wir hier oben tatsächlich schon importiert, aber halt einfach noch nicht benutzt. Resize ist gleich, naja, transforms.compose. Also wir wollen quasi mehrere hintereinander ausführen. So, und jetzt, welche wollen wir hier hintereinander ausführen? Das mache ich nochmal kurz rückgängig. Wir machen das so. Okay, wir wollen das Ganze erstmal als Pillow-Image haben, beziehungsweise als Pill-Image. To-Pill-Image. Das ist unser erster Compose sozusagen. Und dann wollen wir das Ganze skalieren. Und wir wollen es als kubisches Bild darstellen und dann logischerweise am Ende noch in Tensor konvertieren. Das heißt, wir sagen hier t.scale erstmal auf was? Naja, 40 ist erstmal unsere Zahl, die wir hier haben wollen. Und dann wollen wir das Ganze, wie gesagt, als kubisches Bild haben. Also image.cubic, wobei ich image noch nicht importiert habe, machen wir sofort. Und anschließend wollen wir das Ganze in einen Tensor konvertieren, to Tensor. So, jetzt zu image. Image kommt aus wieder mal Pillow, das haben wir auch schon benutzt. Und ja, da müsstet ihr euch eigentlich auch schon fast damit auskennen. Oder was heißt Pillow? Es kommt eigentlich vom Pill Import Image. So, perfekt. Und jetzt haben wir hier unsere Resizes. So, letzter Schritt für heute. Wir wollen noch unseren Card Pole Position auslesen. Ha, Card Pole Position. Okay, ja. Wir wollen hier natürlich noch eine weitere Funktion. Das heißt, wir wollen hier halt, stopp, die Width brauchen wir hier dafür. So, das heißt, wir wollen hier Card Position auslesen können, Card Pos. Und ja, wie ist das ganze Ding aufgebaut? Naja, wir brauchen natürlich erstmal die Größe von unserer kompletten Environment, das heißt Env Width. Also wie breit ist unsere Environment? Das bekommen wir unter env.x-threshold. Mal 2, weil links und rechts und so. Dann können wir eigentlich auch schon die Mitte unseres Cards zurückgeben. Achtung, wir geben die Mitte zurück. Nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, das vorderste Ende. Also ich meine, das Ding ist ja jetzt hier nicht wirklich genau so, sondern wir geben halt diesen Mittelpunkt hier zurück sozusagen. Und das können wir einfach machen, indem wir hier sagen Return, geben einen Integer zurück und das Ganze bekommen wir aus dem Zustand von unserer Environment, das heißt end.state von 0. Da müsst ihr mir jetzt einfach sozusagen vertrauen. Und jetzt müssen wir das natürlich noch skalieren. So, wie skalieren wir das Ganze? Naja, wir haben ja die Breite von unserem Bild, die wir haben wollen. Das ist das, was wir haben wollen. Und was haben wir schon an Breite? Naja, wir haben die end.width. Das heißt, da wissen wir auch schon, wie breit es tatsächlich ist eigentlich. Das heißt, wir können sozusagen einfach durch das teilen, dann haben wir erstmal das, was wir, dann haben wir es erstmal auf 1 und dann haben wir es sozusagen multipliziert. Das heißt, am Ende ist es so groß, wie wir es gerne hätten. Okay, und anschließend wollen wir natürlich noch hier unsere Breite durch 2,0
Warum jetzt das? Naja, wir wollen die Mitte unseres Cards haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier die komplette Breite haben, oder wir geben sozusagen die mittelste Position von unserem Bild aus so ein bisschen. Das heißt, an der Stelle sollte eigentlich der Card immer sein. Okay, ja, und das ist eigentlich auch schon das, was wir hier jetzt zum Datenverarbeiten erstmal brauchen. Wir haben nach diesen ganzen Schritten hier alles als Tensor. Und im nächsten Schritt können wir tatsächlich das Training angehen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.